When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist weg. Das hat Mama abgemacht, weil gestern Handwerker da waren. Ja, das ist voll komisch für sie. Ich habe nämlich diesen Schutzgitter abgemacht, weil gestern wurden unsere Duschkabinen montiert. Wuhu! Also Duschtüren. Also hieß es gestern Bye-Bye, Duschvorhang. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Also wenn wir wieder zurück sind, wir gehen jetzt nämlich kurz spazieren. Ich bin übrigens immer noch krank. Ja. Das ist unser Ritual, immer wenn wir rausgehen. Und dann setzen wir uns erstmal hier hin. Ja, gell, das hast du eingeführt, das Ritual. Wir sind auch erst vor einer halben Stunde so aufgewacht. Sie hat aber schon Frühstück bekommen. Oh, ich muss auch zum Trinken mitnehmen, merke ich gerade. Eliana, wir müssen nochmal ganz kurz hoch. Mama hat nämlich dein Wasser vergessen. Ja, Wasser vergessen. Ja, Mama holt's kurz, okay? Warte du hier. Es gibt sowieso einige Sachen im Haus, die sich verändert haben, die ich euch zeigen kann. Wo sind jetzt ihre Flaschen? Ey, ich verstehe es nicht. Ich habe gestern die Flaschen gewaschen, aber ich frag mich, wo Judy die eingeräumt hat. Naja, egal. So. Ich bin immer noch etwas erkältet, aber ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Deswegen dachte ich, bloggen wir heute wieder mal, ne? Warte kurz, Mama zieht erstmal ihre Schuhe an. Und dann ziehe ich deine Schuhe an. So. Fuß. So. Die letzten Tage war es voll warm draußen. Wir hatten 15 Grad. Aber jetzt haben wir gerade eine 0 Grad. Deswegen glaube ich jetzt trotzdem einen Schneeanzug. Mama, ist schon Wasser. Ja. Nee, da ist noch was drin. Das ist schon nicht leer. Nimmst du Mamas Hand? Komm, wir laufen weiter. So. Hallo, Mama. Hallo. Ich habe ihre Mütze nicht gefunden. Deswegen muss die Kapuze jetzt hinhalten. Das hier ist übrigens auch neu, beziehungsweise ich habe es noch nicht gezeigt. Und zwar hat sie jetzt hier so eine kleine Kindergarderobe. Das hier, das hatten wir noch vom alten Haus. Und das hier auch. Ja, einfach hat sich dann angeboten, das hier einfach zu machen. Eliani. Oh, nein, 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 nein. Eliana, komm, machen wir das wieder zurück. Willst du einen Keks? Ja. Mama. Soll Mama auch eins essen? Hm. Nom, nom. Ich habe jetzt wieder dieses Schutzgitter dran gemacht. Also eigentlich braucht sie es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich trotzdem so Horrorszenarien im Kopf, wie sie da runterfällt. Aber sie läuft schon sehr, sehr sicher die Treppen runter. Sie hält sich auch immer richtig gut fest da an der Seite. Aber irgendwie gibt mir das ein besseres Gefühl, wenn es da ist. Dann, was auch neu ist, ist diese Wand hier. Da habe ich endlich mal geschafft, die Bilder aufzuhängen, die ich ausdrucken lassen habe. Und zwar von unseren Liebsten. Hier sind meine Geschwister. Hier fehlt halt mein Bruder, aber ich habe kein Bild mit ihm. Dann von Paddys Hochzeit ein Bild. Julis Schwester, Eliana als Baby. Kat mit Eliana. Dann
Paddy und Katrin und Julis Kumpels. Wir wollten dann noch unbedingt eine Family-Wand machen, weil das haben wir nicht. Da habe ich auch schon die Bilder dazu ausgedruckt, aber ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, wo ich es hinmachen soll. Wo ich es hinhängen soll. Dann haben wir endlich Duschwände bzw. halt Duschtüren. Das wollte ich unbedingt machen. Duschen. Glas, ja genau, duschen. Ja, da duschen. Richtig cool. Ich habe mich für einfach durchsichtiges Glas entschieden. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, hier so ein Milchglas zu machen und so, aber irgendwie fand ich das so schöner. Im anderen Bad haben wir genau dasselbe. Ja, und die Tür geht nach innen auf, weil hier ja direkt das Waschbecken ist und dann ist es irgendwie angenehmer, wenn das von innen aufgeht. So. Eliana, ey, das ist echt schlimm, ne? Also keine Schublade ist vor ihr sicher, also überall, wo sie rankommt, tut sie die Sachen ausräumen oder irgendwie, ja. So, ich koche gerade Mittagessen, dafür schnibbel ich einfach ein bisschen Gemüse, was ich halt so da habe. Ich habe jetzt Aubergine, Zucchini, Karotte und Paprika geschnitten und Zwiebeln natürlich vorher. Und das wird ein Gemüsecurry übrigens. Dann habe ich Kokosnussmilch rein und eine rote Currypaste. Da gibt es verschiedene, aber ich habe jetzt einfach vom Edeka, glaube ich, eine genommen. Und das lasse ich jetzt köcheln und würze das dann noch mit Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe. Ja, fertig. Und das esse ich zusammen mit Reis. Also das hier ist echt Elianas Lieblingsgericht, ne? Mama! Ja! Ja, ich weiß, aber es ist noch heiß. Du musst noch pusten. Pusten! Ich bin jetzt im Auto auf dem Weg zu einem Termin. Denn ich habe mich jetzt wieder dafür entschieden, Wimpern Extensions zu machen. Ich hatte jetzt ja eine ganze Weile nicht. Ich glaube, das letzte Mal war im Sommer, also Juli. Ich finde es im Sommer halt echt mega praktisch, weil man sich halt einfach nicht schminken muss. Ne? Ich hasse es im Sommer, mich zu schminken, weil es zu heiß ist und das ganze Make-up verläuft. Und gerade im Urlaub ist es echt mega chillig. Und deswegen wollte ich auch wieder Wimpern-Extensions machen, weil nächsten Monat geht es für uns wieder auf die Philippinen. Es ist jetzt offiziell, also wir haben es letzte Woche gebucht. Wir freuen uns mega, weil es sind doch einige Sachen passiert, auf den Philippinen, wo wir nicht da waren, die einfach heftig waren und wir möchten für unsere Familie jetzt auch da sein und nicht wundern, Eliana schläft im Hintergrund. Deswegen freuen wir uns mega, dass wir halt wieder unsere Familie sehen können und also eine der krassen Sachen, die passiert sind, sind mit unserem Cousin auf den Philippinen und zwar hatte er von heute auf morgen einfach kein Gefühl mehr in den Beinen gehabt und also es war so ein schleichender Prozess, von Tag zu Tag konnte er seine Beine nicht mehr bewegen, also er war quasi gelähmt und dann hat es mit den Armen angefangen, also seine Arme konnte er dann auch irgendwann nicht mehr bewegen und er war komplett, also er war eigentlich ganz körpergelähmt, er konnte nur seine Finger etwas bewegen, also er konnte noch so im Handy Sachen eintippen und sein Kopf und so ging auch noch. Und das Ganze hat angefangen vor 9 Monaten. Also quasi als wir von den Philippinen gegangen sind, hat es angefangen. Wir haben ihn dann zum Arzt geschickt. Er hatte wirklich alle möglichen Untersuchungen, ob es irgendwie an der Wirbelsäule liegt, ob da irgendwas kaputt ist, ob er irgendwie einen Nerv eingeklemmt hat oder sonst was. Also sie konnten aber nichts finden. Die konnten sich das nicht erklären, warum er auf einmal gelähmt war, weil es ist ja nichts passiert, so, weißt du? Also es war einfach von heute auf morgen, war er einfach gelähmt. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dann haben die Ärzte gesagt, das könnte halt Folio sein, also Kinderlähmung. Also das war unser letzter Stand. Meine Oma hat gesagt, er wurde verhext von jemandem. Also auf den Philippinen glaubt man dann so Hexen und so weiter.
Aber ja, wir sind alle davon ausgegangen, vielleicht ist es Kinderlähmung. Also auf den Philippinen wird man da nicht dagegen geimpft. Also richtig krass. Ich kann euch mal Videos einblenden, damit ihr so ein Bild davon bekommt. Also. Es ist wirklich einfach krass gewesen, dass er von heute auf morgen das einfach nicht mehr machen konnte. Und gestern ist das Krasseste von allem passiert. Also es ist wirklich ein Wunder geschehen. Er konnte wieder laufen. Also er musste sich zwar festhalten, aber er konnte einigermaßen wieder aufstehen und laufen. Ich habe nämlich das Video hier von unserem Opa bekommen und bin echt vom Stuhl gefallen, weil ich mir dachte, hä, wie kann das sein? Aber ich bin natürlich froh, weil es sieht so aus, als würde es ihm wieder besser gehen. Und ich glaube auch daran, dass es von Tag zu Tag besser wird und hoffe ich zumindest. Dann sind noch viele andere Sachen passiert, wo ich mir denke, ja. Das ist so krass einfach auf den Philippinen. Also das ist echt so, also wir können echt so dankbar sein, dass wir in Deutschland so ein Gesundheitssystem haben, weil auf den Philippinen, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann wird dich keiner behandeln und das ist einfach echt heftig. Wenn man überlegt, dass da schon so viele Menschen gestorben sind, weil sie halt einfach sich nicht leisten konnten, die medizinische Versorgung, die Ärzte und so weiter, Operationen, ja. Ich bin jetzt wieder zu Hause. So sieht's aus. Und ich finde mein Leben morgen eben direkt aufgefallen. Mhm. Also, sieht nicht schlecht aus. Aber ich finde, natürlich im Winter am schönsten. Sagt jedermann, aber im Endeffekt denken die sich so, nee, sieht besser aus mit Spaß. Nee, ja, ist okay. Aber ich finde es einfach, ich finde es irgendwie ganz chillig halt einfach. Ich bin halt einfach nicht so gesegnet mit wunderschönen, dichten, voluminösen, langen Wimpern. Wie du? Nee, das ist auch keine. Nee, das hast du auch nicht. Aber ich bin froh, weil es sieht sehr schnell, wenn Männer so lange Wimpern haben oder so. Sieht feminin aus, ja. Aber ja, also ich finde es einfach. Ich finde es irgendwie schön einfach. Ja, ja, ich habe es auch etwas natürlicher gemacht. Und Eliana ist jetzt übrigens auch schon im Bett. Wir hatten jetzt noch kurz Besuch. Aber wir haben so viel geredet, ich habe voll vergessen zu vloggen. Ich habe nicht mal Stories gemacht auf Instagram. Also wir waren die ganze Zeit nur am Reden. Juli hat gesagt, ich soll ihm mal Taktgefühl beibringen. Aber ich glaube, Taktgefühl hat man einfach, das kann man einem nicht beibringen. Hey, vorhin hast du mir gesagt, das kann man lernen. Tanzen kann man lernen, aber Taktgefühl? Ich glaube, damit wird man geboren, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube schon, dass man es lernen kann. Jetzt hat ja auch, also Takt und generell Musik, Noten, die Taktik kann man ja lernen. Das lernt man ja im Musikunterricht. Und habe ich im Musikunterricht nie aufgepasst. Ja, aber ich glaube, man hat es trotzdem so ein bisschen im Blut. Ja, natürlich ist es im Blut. Also entweder... Ja. Viele haben es im Blut, aber... Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man es mal lernen. Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, ob man es lernen kann. Wenn ihr mir kostenlos Taktgefühl beibringen wollt, dann meldet euch. Okay. Ich mache jetzt mich uns jetzt Bett ready, muss noch meine Zähne putzen und dann mich umziehen. Voll viele sagen immer, ich habe immer richtig schöne Schlafanzüge an. Vielen Dank. Ich liebe Schlafanzüge und ich könnte darin leben. Das ist auch so mein alltägliches Arbeitsoutfit. Pyjama. Ja, also ich sage dann mal Tschüss für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye.